pay particular attention to the first line, because this is what it's all about. You've got to give a little. Das ist der berühmteste Milliardär der USA, Warren Buffett, 81 Jahre alt, der sich im vergangenen Jahr darüber beschwert hat, dass er und seinesgleichen zu wenig Steuern zu bezahlen haben. Und hier singt er gemeinsam mit Bon Jovi den Bette Midler-Song The Glory of Love. Und mit ganz viel Inbrunst singt er die erste Zeile. You've got to give a little. Man muss ein bisschen was hergeben. Was für ein entzückender Mensch. Und das ist der berühmteste Milliardär Österreichs, Frank Stronach, der jetzt mit der Gründung einer rechtspopulistischen Partei droht. Haben wir ja eh ein bisschen wenig davon in Österreich, da fehlt es uns echt dran. Und der glaubt, mit Geld kann man sich alles kaufen und der das als Beleidigung ansieht, dass man ihm Fragen stellen will beim Fernsehinterview. Sowas, wo würden wir denn da hinkommen? Also zuerst will er schon eine Predigt halten und dann kann man ihm irgendwann auch Fragen stellen. Wir haben sehr kurze Zeit, ich möchte mal die wichtigen Themen drüber. Herr Stronach, bitte, ich bin ein Steuerzahler und ich verlange, dass ich das Recht habe, mich hier auszudrücken. Ja, in Österreich ist halt alles besonders deppert. Die Parteien sind hier nochmal extra trostlos. Im Fußball ist es hier nochmal besonders trostlos. Und die Milliardäre, naja, bei denen ist es halt genau. Aber besonders komisch fand ich ja bei diesem Suizidinterview dieses aufgeblasenen, verhaltensauffälligen alten Mannes, ja, wie er das gesagt hat. Ich bin ein Steuerzahler und ich verlange, ich habe das Recht, mich hier auszudrücken. Und als die Lou Lorenz Tittelbacher schüchtern darauf hinwies, dass bei Interviews Fragen irgendwie üblich und keineswegs total eine Frechheit seien, da hat er geantwortet, die wollen streiten mit mir. Aber das wirklich Trostlose ist ja, dass dieser wunderliche Opa dennoch in Österreich mit sowas durchkommt, dass der nicht gleich im großen Gelächter untergeht nach sowas, dass da nicht jemand kommt und sagt, hä? Ich bin Steuerzahler, ich will eine Partei hier gründen, was soll das denn? Weil Steuerzahler ist er ja vielleicht, der Herr Stronach, aber nicht hier. Sein Lebensmittelpunkt, behauptet er zumindest, liegt in Zug in der Schweiz. Industriestraße 13b, falls wer nachschauen will. Dort hat er zumindest einen Briefkasten, der Herr Stronach, und dort zahlt er ein bisschen Steuern als Steuerflüchtling im Steuerparadies. Und auch wenn das juristisch legal sein sollte, politisch und moralisch ist ja Folgendes das Entscheidende. Er verweigert hier bei uns seinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Er konsumiert natürlich alle Annehmlichkeiten. Er fährt auf Straßen, die von österreichischen Steuerzahlern bezahlt werden. Wenn er krank ist, nützt er Gesundheitseinrichtungen, die der österreichische Steuerzahler aufgebaut hat. In seinen Unternehmen beschäftigt er Arbeitnehmer, die in unserem öffentlichen Bildungssystem gut ausgebildet werden und wurden, aber er selbst will seinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen. Aber dafür will er hier kandidieren oder zumindest eine Partei aufbauen. Und er will uns mit seinen esoterisch-ökonomischen Weisheiten kommen. Und er hat die Frechheit zu sagen, er sei ein Steuerzahler und habe deswegen das Recht, zur besten Sendezeit im Fernsehen seine Sprüche zu klopfen. Und er wollte zum Schilling zurück, aber wahrscheinlich eher nicht persönlich, weil was macht man in Zug schon mit Schillingen? Und man fragt ihm dies und das, aber niemand fragt das eigentlich Naheliegende. Was bildet sich der Lump eigentlich ein? Überhaupt können Sie sich erinnern, naja, persönlich können Sie sich nicht erinnern, vor 100, 150 Jahren, da war ja ganz viel vom Lumpenproletariat die Rede. Jenen besonders deklassierten Unterschichten, denen die Misere jede Energie geraubt hat, die in der Gosse gelebt haben und ein paar Groschen zusammengeklaubt haben und die auch den Anstand verloren haben, den der normale Arbeiter hatte. Heute dagegen begegnet man auf Schritt und Tritt eher so einer Lumpenbourgeoisie, reichen Leuten, die jedes Gefühl für Anstand verloren haben, die so jedes minimale Gespür für das, was geht und was nicht geht, verloren haben, dass sie glauben, sie könnten sich alles herausnehmen, es würden mit allem durchkommen. Aber manches geht sogar bei uns nicht und der Herr Stronach wird mit seiner Kutzpe nicht einmal bei uns durchkommen. Ja, aber man kann sich wirklich ärgern. So wie über diese deutschen Stammtischökonomen unter der Führung des Professors Hans-Werner Sinn, allgemein bekannt als Professor Unsinn, die jetzt die deutschen Steuerzahler zum Aufstand aufgerufen haben.
Haben Sie gelesen, die haben da so einen offenen Brief geschrieben. Sie wissen schon, dieser Sinn, das ist dieser Fernsehökonom mit so einem Bart wie so ein Amish aus dem hintersten Mittelwesten, von dem der Satire-Spiegel unlängst schrieb, er sei ohne festen Wohnsitz. Er lebt abwechselnd bei Günther Jauch, Anne Will, Sandra Maischberger, Reinhold Beckmann, Markus Lanz, Maybrit Illner, Sigmund Gottlieb und anderen, weil das top ökonomisch ist. Und der Sinn dessen IFO-Institut ja immer für Steuern runter, mehr Marktwirtschaft, schlanker Staat und so Zeug trommelt und die staatlichen Ausgaben, die müssen gekürzt werden, habe ich mir mal angesehen, wer den so finanziert, habe mir gedacht, das ist halt bestimmt so ein von Vermögenden und großen Firmen und Banken bezahlter Propagandist. Aber es ist noch besser, wie zu lesen ist. Finanziert wird das IFO-Institut derzeit zu etwa 2/3 aus öffentlichen Mitteln im Zuge der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern über die Leibniz-Gemeinschaft und zu etwa 1/3 aus den Erlösen für Drittmittelprojekte, die in der Regel ebenfalls von öffentlichen Auftraggebern stammen. Wissenschaftliche Politikberatung, Aufträge aus der Wirtschaft spielen keine Rolle. Also, der verbrät weitgehend Gelder von jenem Staat, den er als verschwenderischen Steuerstaat denunziert. Und in dem speziellen Fall, in diesem speziellen Fall, hat er natürlich vollkommen recht. Es ist schlechterdings keine größere Verschwendung öffentlicher Mittel denkbar als durch die Subventionierung von Herrn Sinns Volksverdummungsinstitut. Aber zur Sache, wogegen wenden sich denn diese sogenannten Ökonomen? Es wundert einen übrigens nicht, dass zum Beispiel aus Österreich der Herr Felderer mit unterschrieben hat. Sie wenden sich erstens gegen die Einführung einer solidarischen Haftung für Staatsschulden in Europa, die eh noch weit entfernt ist, und vor allem dagegen, dass Banken demnächst direkt aus dem ESM, also diesem europäischen Rettungsschirm, rekapitalisiert werden können. Damit würden Schulden gemacht, die noch unsere Kinder und Enkelkinder abzahlen müssten. Und diese Argumentation, die geht ja auch bei vielen Leuten rein, die eigentlich das Herz am rechten Fleck haben. Die fragen ja, warum sollen wir denn den Bankern das Geld reinschieben hinten? Aber dazu sind ein paar Dinge zu sagen, die diese Herren Ökonomen gern verschweigen. Erstens, die Schulden werden ja nicht gemacht von unverantwortlichen Regierungen. Nein, die Schulden sind ja schon gemacht worden von der Finanzindustrie in Europa. Und zweitens, natürlich ist es nicht sehr gerecht, die Banken, die gut verdient haben in den guten Jahren, aber halt mit vollkommen unsoliden Geschäftsmodellen und wo das Geld dann in die Taschen der Vermögenden und in die Taschen der Banker geflossen ist, mit Steuergeld zu retten. Es wäre natürlich gerecht, dass sie zu beteiligen an den Kosten, die sie angerichtet haben. Da haben diese Zins schon recht, auch wenn man das so explizit ja gar nicht so oft hört von denen. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man lässt diese Banken zusammenkrachen. Damit bestraft man natürlich keinen Banker, der sein Geld auf die Seite geschafft hat, sondern höchstens, wenn er noch Aktien von seinem eigenen Unternehmen, also von seiner eigenen Bank hält. Na, blöd wird er sein. Man bestraft damit natürlich primär erstens die Anteilseigner der Bank und zweitens diejenigen Leute, die der Bank Geld geliehen haben. Und das ist durchaus gerecht, weil diese Vermögenden haben ja dieses Risiko genommen in der Hoffnung auf zukünftige Renditen. Aber das Problem daran ist, nebenbei schießt man sich natürlich noch selber ins Knie, wenn man die Banken hier der Reihe nach kollabieren lässt. Und das wäre dann vielleicht gerecht, aber von dieser Gerechtigkeit kann sich halt auch niemand was kaufen, wenn wir dann hier alle inmitten von rauchenden Ruinen sitzen. Also, das geht nicht. Oder sagen wir besser, es geht wahrscheinlich nicht, aber ob es geht, das lässt sich halt nur erproben. Und wenn dann dieser Versuch, diese Probe schlecht ausgeht, naja, besser nicht probieren. Manche Dinge kann man halt vernünftigerweise nicht gut ausprobieren. Wenn ich von einer 50-Meter-Brücke springe, kann ich möglicherweise überleben, aber es ist halt nicht sehr vernünftig und deswegen auch nicht sehr ratsam, den Praxistest zu machen. Und so ähnlich ist das halt auch in diesem Fall. Und deswegen gibt es zu dieser Rettungspolitik halt kaum eine gute Alternative. Und es ist besser, sie im gesamteuropäischen Rahmen zu machen, wenn wir gerade eben eine Krise der Eurozone haben. Aber das heißt drittens überhaupt nicht, dass man sich mit der Ungerechtigkeit abfinden muss. Wir retten den Bankern ihre Arbeitsplätze und den Vermögenden ihr Vermögen mit Steuergeld. Aber der Bankrott ist eben nicht die einzige Möglichkeit, sie daran zu beteiligen. In einer komplexen Ökonomie gibt es noch eine viel bessere, weil ungefährlichere Möglichkeit. Man knöpft ihnen hinterher das Geld dafür einfach ab.
in Form von Steuern. Das geht und das tut nicht einmal besonders weh. Ich meine, wenn ich jemanden, der 100 Millionen hat, 50 Millionen abknüpft, dann tut dem das nicht weh. Und noch viel weniger tut es ihm weh, wenn man das so macht, wie es ja realistischer ist, dass man ihm 1 oder 2% im Jahr abknüpft. Und mit dem Geld zahle ich die Schulden zurück, die er verursacht hat. Das ist gerecht und ich brauche keine Experimente, die fürchterliche ökonomische Instabilität zur Folge haben können. Das geht, außer bei jenen frivolen Fuzis, die hier gegen die Bankenrettung wettern, aber ihr eigenes Geld in Steueroasen parken. Bei denen kommt man vielleicht nicht an die Kohle. Aber die sollte man halt wenigstens mit jener Verachtung und gesellschaftlichen Ächtung bestrafen, die ihnen gebührt. Let the crowd roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we got the world and all its charms. When the world is through with us, we got each other's arms. You've got to win. That's the story of, that's the glory of love.